Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zum LS17 hier auf unserem sehr coolen Community Server. Ihr solltet auf jeden Fall alle mit dabei sein und ich wünsche euch natürlich viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, was ich hier alles am machen bin, Leute, das geht hier auf keine Kuhhaut drauf. Wir haben jetzt das Feld auf jeden Fall beendet. Und, also ist fertig angepflanzt, wollte ich damit eigentlich sagen, aussagen. Oh, ich bin gerade falsch gefahren, das tut mir leid. Ich hoffe, ich komme um den Baum herum. Ja, vielleicht nicht direkt, aber schon so fast. Und dann werden wir mal eben hier unsere Drille einparken. Nee, warte, halt, halt, halt. So, hier, so. Ja, ja, ja. Hier ist gut. Ja, ja. Warte, ich muss noch einmal anders rumdrehen. Oh. Ich brauche unbedingt ein neues Lenkrad. Das ist so laut. Hilfe. So, jetzt wollte ich aber allerdings ja mal gucken, wo. Wo. Hier, genau, mit dem Valtra wollte ich da hinfahren, oder was hier ist. Ja, Valtra N-Serie. Ah, hier kann ich dir nochmal kurz ein bisschen was geben. Jetzt wollte ich einmal ganz kurz, währenddessen das alles andere da wächst, wollte ich ja ganz gerne einmal mit dem zum Shop fahren. Der Shop ist da hinten. Da wollen wir auf jeden Fall mal hin. Vielleicht sollte ich mir da auch einfach mal einen Punkt hinsetzen. Hier Shop. Marker setzen. Wunderbar. Dann lass uns da noch mal schön hinfahren, Freunde. Was haltet ihr davon? Ich finde, das ist eine super Idee. Oh. Weil, wie gesagt, ich ja noch mal gucken wollte, dass ich da an den Trecker hier eine Frontladervorrichtung anbaue. Damit wir mit dem vielleicht dann das eine oder andere Teil mit dem Frontlader machen können. Ich weiß gar nicht, ob der Weg hier überhaupt richtig ist. Siehst du, wenn das Licht angeht? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite. Hilfe! So, hier lang. So. Fahren wir hier außen rum jetzt einfach mal. Dann erkunden wir ja auch mal ein bisschen die Map, ne? So, das ist dann auch mal relativ entspannt. Ah, da kommt das Auto dann doch mal zum Vorschein. Okay. So. Fahren wir hier mal Friede, Freude durch die Gegend. Alter. Wie groß ist denn bitte Feld 10? Und Feld 17, das läuft da irgendwie so zusammen, oder? Habe ich das... Oder ist das nur so in meinem Gefühl? Könnt ihr auch gerne mal sagen, wie euch die Thüringen-Map gefällt. Und wenn ihr auch beispielsweise noch andere Mod-Vorschläge habt, dann schreibt mir die auch gerne ins Forum rein unter den Beitrag zu den Mod-Wünschen. Dann können wir nämlich da auch nochmal demnächst vielleicht ja das ein oder andere neue mit installieren, was euch gefällt beispielsweise. Und vielleicht habt ihr ja dann auch irgendwie nochmal eine andere Map, die ihr cool findet, auf die wir dann gegebenenfalls irgendwie mal wieder irgendwann tauschen können. Ich sag jetzt nicht jetzt sofort und direkt, aber vielleicht irgendwann in Zukunft, die wir dann eventuell, sag ich mal, als nächstes nutzen könnten. So, jetzt muss ich nach links. Na gut, ich habe meinen Weg hier auch einstudiert. So. Ich bin jetzt nicht ernsthaft den übelsten, krassesten Umweg auf Erden gefahren, oder? Ich glaube es nicht. Ich bin gerade so einen übertriebenen Umweg gefahren, Leute.
Oh, ich glaube, der Weg war auch nicht besser. Aber YOLO. Lalala. So, wo muss ich hin? Hier weiter noch, ne? Hier kommt doch irgendwo der Shop, oder? Ah, da oben ist der, okay. Dann muss ich hier rechts. Links meine ich. Das andere rechts. Dann komme ich da wahrscheinlich drauf, oder? Sieht so aus. Sieht so aus. So, das ist der Shop hier. Und dann möchte ich ganz gerne hier so ein bisschen Tuning betreiben. Fahre ich den mal da rein. Und sage hier R. Konfigurieren. Ja, konfigurieren möchte ich. Und dann sage ich 10.000. Na, ist klar. Reifung, Standard. Nee, hier, warte mal. Zurück. Konfigurieren. Ja, für 800. Grundpreis 1000. 1800. Hole ich mir eine Frontladervorrichtung. Auf jeden Fall. So, dann gucke ich mal, was hier jetzt so ein Frontlader kostet. Dann nehme ich mal den für... Welchen brauche ich denn da? Steyr? Vario. Warte mal, habe ich hier nicht irgendwie sowas bekommen wie Frontladervorrichtung? Ja, welchen denn? Brauche ich jetzt den großen oder den kleinen? Schätze mal, dass wir den kleinen brauchen. Kaufe ich. Wie, nicht genug Geld. Es wurde mir gerade Geld abgezogen. Für was denn, bitte? Wir haben kein Geld mehr. Das Ganze war umsonst. Oh, scheiße. Wieso denn? 5.000 und 1.000 oder 800. 800 kann ich mir sogar noch leisten, aber den scheiß Frontlader nicht mehr. Mano, verdammt. Da muss ich hier bald nochmal hinfahren. Oh. Hallo? Rechts vor links, hast du schon mal was davon gehört? Kollege Schnürschuh, ne? Also, ich bitte dich. Gut, dann fahren wir hiermit auf jeden Fall mal wieder zurück zum Hof. Dann hat sich der Ausflug auf jeden Fall schon mal gelohnt, sag ich mal. Hat sich gelohnt. Und dann schauen wir mal, dass wir ja, entweder das Feld schon ernten können, wenn es soweit ist, was ich nicht so denke. Dann könnten wir aber generell schon mal noch mal ein bisschen hier vielleicht sogar noch ein bisschen Gras machen für die Schafe. Und das schon mal irgendwie in Unterstand oder so reinwerfen, damit wir schon mal ein bisschen was auf Vorrat haben. Das wäre eigentlich eine ganz coole Idee, so wie ich das finde. Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal was vorrätig. Und das geht ja auch nicht hops oder so. Das können wir ja immer noch weiterhin benutzen, das ganze Zeug. So, wo ist denn hier mein Hof? Mein Hof. Kommt hier jetzt, ne? Müsste auf der rechten Seite jetzt gleich kommen. Oh ja, hier ist die Einfahrt. Die nehme ich. Hä? Ich glaube, ich habe gerade die falsche genommen. Ich drehe nochmal spontan um.
Und dann geht das doch hier rechts, links noch runter, oder nicht? Da am Feld lang. Geht das da nicht runter? Ja, hier geht das runter, ne? Hier kann man auch runterfahren. Ist doch alles easy. Easy peasy. So. Dann stellen wir den mal hier wieder ab. Zack. Machen Motor aus. Schlüpfen schnell rüber in den nächsten. Ja, hier den Kollegen weiß ich noch nicht, wie ich den hier einordnen soll, Freunde. I don't know. I don't know. I don't know. Muss irgendwie lange Wege mit dem fahren, damit er irgendwie in die richtige Bahn kommt. Ja, Hackschnitzel haben wir leider auch nicht mehr am Start. Aber Robi, du machst schon fast die Arbeit, die ich möchte, die du machst. So, helfen. Schalt das Ding jetzt aus hier. So, Feierabend. Welchen brauche ich denn? Ich brauche, das ist der Valtra. Ich brauche den New Holland. Eigentlich den hier. Und dann nehmen wir den hier gleich mal mit. Und dann setzen wir hier mal das Gewicht ab. Schnappen wir uns dann das Schneidwerk. Zack. Huch. Und dann nehmen wir uns da hinten gleich mal den Bergmann. Den Mann des Berges. Haha. So. Und dann würde ich ganz gerne erstmal hier Außenansicht. Würde ich ganz gerne hier mal gucken, dass wir vielleicht das ganze Zeug irgendwie schon mal irgendwie wegbekommen. Ich meine, mich stört es hier nicht. Es sieht auch gut aus. Aber ich würde es ganz gerne irgendwie woanders hinpacken. Oh nein, jetzt habe ich mich festgefahren. Gleich, pass auf. Ey, pass auf. Das schon mal weg. Dann drehe ich hier aber noch mal um. Wir brauchen auf jeden Fall auf kurz oder lang hier irgendwie was mit Frontlader an Start. Das nützt nichts, Leute. Es nützt nichts. Ja, 95% ist in Ordnung. Dann fahre ich das mal erstmal in die Halle rein. Wobei, wenn ich das da jetzt reinfahre, kriege ich es da wahrscheinlich auch nicht mehr wieder so gut raus, ne? Dann überlege ich, ob wir das echt da liegen lassen einfach. Oder? Weil es ist mir gerade so eingefallen. Ich kriege das ja dann gar nicht mehr so richtig aus der Halle ohne ein Förderband raus. Wenn ich das jetzt da in der Halle reinfahre, ist ja, das wäre ja eigentlich ziemlich nice. Aber da kriege ich es dann ja auch nicht wieder raus. Dann lassen wir das doch da liegen. Dann nehmen wir uns das von dort aus weg. Hier haben wir ja auch Platz im Prinzip. Na, wenn das draußen liegt, ist ja dann auch nicht ganz so wild. Dann packen wir das packen wir das hier wieder hin. So. Machen wir hier halt ein bisschen den Durchgang zu. Das ist dann nun mal so.
Na, dann haben wir hier wieder unseren kleinen Berg. Vielleicht können wir dann nochmal unser Schild holen von der BGA. Und wobei, das kann ich ja auch einfach mal schnell selber holen. Das Silageschild. Das können wir ja hier zurücksetzen. Zack, da haben wir es. Und dann nehme ich mal kurz unseren Waldra nochmal schnell. Das machen wir jetzt nochmal kurz zum Ende schnell und fix. So, zack, X und dann fahren wir das nochmal ein bisschen an die Wand daran. Ich glaube, das geht zumindest, also sicher bin ich mir nicht. Aber so wie es aussieht, kann man das wohl machen. So, hier können wir dann natürlich uns so ein bisschen austoben im Endeffekt. Schieben wir das halt alles so ein bisschen hier rüber. Und dann ist das auch wie neu hier. Alles dann schön hier hingepackt. Und dann sieht das doch auch wieder alles viel schöner aus, Freunde. So, ich möchte jetzt aber hier das ganze Zeug eigentlich hier rüber fahren. So. Warum lässt er das denn da jetzt so liegen? Ich möchte, dass das da hoch geht. Hier in die Lücken rein. Da soll das hin. Nicht hier verteilen. Ach, keine Ahnung. So kann man es auf jeden Fall dann machen. Dann haben wir hier zumindest schon mal etwas mehr für die Schafe am Start. Ne? Und dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Jetzt verteile ich das hier nur sinnlos irgendwie durch die Gegend. So. Jetzt geht das alles hier rüber. Zack. Und da soll es jetzt eigentlich auch liegen bleiben. Ich weiß nicht, warum ich das dann hier wieder mitnehme. So. So, siehst du, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen was am Start, Leute. Bis dahin würde ich aber sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, weil die Folge schon wieder leider vorbei ist. Sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, auch einen Daumen nach oben da zu lassen, würde ich mich super drüber freuen. Vielleicht auch ein Abo, wenn du neu am Start bist und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein.